Gehört erzählt. Geschichten aus dem Teutoburger Wald. Der Kreis Minden-Lübbecke nennt sich ja auch stolz Mühlenkreis, denn wirklich an jeder Ecke steht eine alte Mühle. Nein, die vielleicht auch, aber gemeint sind natürlich die großen, stolzen Windmühlen und die haben einen ganz anderen Sound. Eine der schönsten Mühlen, 46 davon gibt es im Kreis, steht direkt an der Bundesstraße 65, sozusagen verkehrsgünstig angebunden. Die Königsmühle Eilhausen. Jeder Autofahrer guckt drauf, wenn er nach Lübbecke reinfährt. Im Süden das stolze Wiengebirge, im Norden das platte norddeutsche Land. Hier habe ich mich mit dem Ehepaar Meier vom Mühlenverein verabredet. Und wie es hier so üblich ist, gibt es am Fachwerkhäuschen neben der Mühle einen Holztisch und die beiden laden mich zu Platenkuchen und Kaffee ein. Mit tollem Blick auf die Mühle. Was mir schnell auffällt, über den braun-grauen dicken Steinquadern, aus denen die Mühle gebaut ist, kommt ein geziegelter Ring. Der ist nicht so alt wie die ursprüngliche Mühle, die wurde nämlich nicht tiefer, sondern nachträglich höher gelegt, weiß Ulrike Meier. Als der Wind nicht mehr ausreichte und das Dorf Eilhausen mehrere Häuser bekam, hat man die Mühle aufgestockt. Der Besitzer hat die Mühle aufgestockt, damit der Müller denn auch bei wenig Wind auch mahlen konnte. Mit dem Platenkuchen im Mund kommt man natürlich schnell auch auf Mehl und Mehlqualitäten zu sprechen. Und die Königsmühle machte natürlich nicht das weiße Mehl aus dem Supermarkt, wie wir es heute kennen. Das war alles ein bisschen gröber. Also sie hat Vollkornmehl gemacht. Weißes Mehl wurde damals zu Anfang gar nicht gemahlen. Das war einfach viel gröber. Mir ist erzählt worden, dass weißes Mehl zuerst von den Städtern gekauft wurde. Die Städter haben dann Weißbrot gebacken und haben dann Kuchen gebacken. Das war hier auf dem Lande noch gar nicht so bekannt. Drauf geguckt habe ich jetzt lange genug. Ich will die Mühle von innen sehen. Siegfried Meier ist schon vorgegangen und ich ächze die steile Treppe hoch. Kaum zu glauben, wie oft der Müller hier jeden Tag zu den Mahlsteinen hoch musste. Ja, wer so Mühlen sich anschauen will, der muss ein bisschen Kondition haben und schwindelfrei sein. Mann, das ist schon die zweite Treppe. Und hier, hallo Herr Meier, Siegfried Meier. Hier sind wir jetzt im Herzstück dieser Mühle, denn hier finden wir die großen Mahlsteine. Richtig, wir sind hier auf dem Steinboden. Aufgrund dessen, weil wir hier beide Mahlsteine nebeneinander liegen haben. Die Mühle hat zwei Mahlgänge, einmal den Mehlgang und einmal den Schrotgang. Mittendrin in der ganzen Holztechnik die mächtige 10 Meter lange Königswelle. Sie geht durch mehrere Stockwerke im Innern der Mühle. Sie wird durch die Flügelwelle weit über uns angetrieben und hält alles schön in Bewegung. Jeden Mahlstein und jede Rüttelkiste. Ganz schön tricky, das Ganze. Das Korn, das wurde jetzt nicht vom Müller hier von Hand hochgetragen, sondern er hatte die Möglichkeit, dass er über eine angetriebene Antriebswelle per Kette dann das Korn von unten vom Erdgeschoss aus in diese Ebene hier reinziehen konnte. Das Ganze funktionierte allerdings nur, wenn sich auch wirklich die Mühle drehte. Siegfried Meier freut sich natürlich über die O's und A's der Besucher. Ja, die Leute sind begeistert. Die sind begeistert, weil heute gerade so im Zeitalter vom Laptop und vom Smartphone ist das mal was ganz anderes. Technik zum Anfassen und ja, einfach Nostalgie pur. Ne? Okay. Und jeder, der hier reinkommt und die Mühle sich drehen sieht und der dann letzten Endes das fertig gemahlene Mehl in Händen hält und speziell bei Kindern ist das immer so ein Aha-Effekt, wo man einfach sieht, wie die Augen dann leuchten und das macht einfach Spaß. Was sich nicht sofort erschließt, so eine Mühle war früher auf dem Land natürlich auch so etwas wie Radio, Zeitung und Internet heute. Und wenn man dann an der Mühle angekommen war, dann war es ja auch oft so, gerade in der Erntezeit, dass man Zeit hatte und wartete, setzte sich dann auf den Sack und dann wurden eben die Neuigkeiten aus dem Dorf, aus der Umgebung oder aus der Politik in der Mühle besprochen und diskutiert. Mensch, der Kurfürst hat sich zum König erklärt, ne? Das ist ja ungefähr die Zeit. Ne? Ähnlich, genau, so ähnlich kann ich mir das vorstellen. Oder der ist gestorben oder der hat geheiratet oder ja, so das, was so wichtig ist, was man so weitergeben konnte. Man hat auch sicherlich viel über das Wetter gesprochen, über die Ernte, über das, was die Menschen damals bewegte. Apropos Wetter, fast 300 Jahre steht sie nun vor Eilhausen in Wind, Regen, Schnee und Sonne. Wir sind ja in Ostwestfalen und malt und malt und malt. Die Königsmühle Eilhausen. Reingucken lohnt sich. Gehört erzählt. Geschichten aus dem Teutoburger Wald.
Mehr erfahren Sie unter teutoburgerwald.de/Geschichten. Das Projekt Storytelling – Wertschöpfung durch Kultur wurde gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und das Land Nordrhein-Westfalen.